Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Gut, machen wir noch ein bisschen im Kolosseum weiter. Ich würde sagen, so bis zu. Ja, einschließlich die fünfte Runde. Dann haben wir, glaube ich, die Hälfte der Runden geschafft. Und sollten auch die Träne haben, die wir brauchen, um den Stab zu reparieren. Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf in der Arena? Oder? Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Durchschreitet das Portal. Viel Glück. Ja. Dieses Mal sind's Minotauren. Und Bestien, also Tiermenschen. Gladiator! Hier, sofort! Lasst den Kampf Auf beginnen! mein Zeichen! Schnell! Und los! Für die Rune! Okay, Geisterschmetterer. Auf mein Kommando. Da kriegt unser Feuerteufel schon ein bisschen was ab. Ja. Die Geisterschmetterer sind nicht so das Problem, eher die Minotauren. Ja, folgt mir. Auf mein Schnell. Kommando. Wobei sie ja einzeln zu gehen Mir scheinen. nach. Zur Ehre Aonirs. So, jetzt der Geisterschmetterer weg. Hier, sofort. In die Schlacht. So, der hieß hier Dünbo. Jetzt muss doch der Gotteskämpfer weg. Hier, mir nach. Auf meinem Befehl. Schnell. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Ja, das war die zweite Runde.
So, wie viel Gold haben wir noch? Mehr als genug. Wie viel kriegen wir jetzt? Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. Hat Deko-Puppe noch eine? Cupidor ist das Bogen? Klingt was wie ein Bogen. Das Gold, das ist okay. Ja, Cupidor ist ein Bogen. Erinnert mich ein bisschen an den Buch, den wir vorher hatten, aber das wird nicht derselbe sein. Das ist da das Herzsucher, genau, Sturmsänger. Nee, da ist mir der Bogen lieber. Auf dem nächsten Level da der Nachtwind. Habt ihr euch für einen Streit entschieden? Ja, gib mir noch die Spinnenbrut für 3000. Ich möchte die Spinnenbrut auf Ausbildungsgrad 3 für 3000 Gold kaufen. Sie wird euch in der nächsten Runde zur Seite stehen. So, was kommt als nächstes? Baumdrachlinge. Oh, der Lavadrachling könnte gemein sein. Der kann nämlich, glaube ich, Meteor oder was in der Richtung casten. Meteor, also Feuerregen oder wie es auch immer noch mal genau heißt. Haben wir den Zauber zufällig gerade bei uns? Nö. Also Felsschlag, feindliche wie verbündete Einheiten schädigt der. Na, wie nett. Sogar Kartei sind hier. Palastwachen. Also Na, gut. der kann sehr gut durch. Okay, versuchen wir den Feuerdrachling als letztes zu bekämpfen. Gladiatoren, Auf meinen lasst Befehl. den Kampf beginnen. Auf mein Schnell. Schnell. Zum Angriff. Der Feuerdrachling ist sogar so nett und bleibt da hinten in seiner Ecke. Zeit zu sterben. Du lass mein Ifrit in Ruhe. Mein Irfit in Ruhe. Okay, da ist mein. Ist die Frage, muss ich mir die jetzt neu kaufen? Respawnen die ab dem nächsten Kampf?
Also die Spinnenbrut wird gerade gut vergiftet. Bereit und los! Mir nach! Sofort! Was für David, die sind. Ach so, die sind schon 54. Okay. Für die Rune! Und los! Auf meinem Befehl! Mir. So, jetzt bleibt doch der Feuerdrachling. Sofort! Vorwärts! Hey, der ist verbuggt, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Okay, der castet nur Feuerball in Anführungszeichen. Ja. Folgt mir. Der Feuerball tickt hier doch ziemlich böse. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. So, Feuerball ist abgeklungen. Der Ihr Fit. Halt ihn nochmal. Ach, Trolle. Und Oger. Erstmal die Belohnung. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. Wow, das hat einen ganzen Batzen Erfahrungspunkte gegeben. Haben wir sie... Ah, gut, wir haben die Zerbietenträne gekriegt. Gold ist kein Problem. Wir haben außerdem zur Not ziemlich viel Zeug, was wir verkaufen können noch. Unter anderem den ganzen Haufen Diamanten und so. Aber wir haben schon mal die Zerbietenträne. Habt ihr euch für einen Streit? Ich möchte den Greifenreiter auf Ausbildungsgrad 4 für 4000. Er wird euch in der nächsten. Gut, dann holen wir den Greifenreiter mal.